Heute gibt es mal ein Review einer anderen Art, nämlich zu einem Online-Audio-Service, sage ich mal, zu audio.com. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Bei mir findet ihr Fotografie, Tipps und Tricks, aber auch Informationen zur Kameratechnik und die Geschichte hinter den Bildern. Wie eigentlich schon gesagt, geht es mir heute mal um ein Review der etwas anderen Art. Normalerweise habe ich immer einen Gegenstand hier, ein Objektiv oder ähnliches, was man sich angucken kann. Heute geht es aber tatsächlich mal nicht um ein Objektiv oder ähnliches, sondern es geht um eine Software bzw. eine Webseite, über die man sich Musiktitel lizenzieren kann quasi. Sprich, wenn ihr irgendwie ein Videoprojekt habt für YouTube, für einen Kunden, für irgendwas anderes, braucht man ja immer Musik. Und da gibt es ja verschiedenste Datenbanken bzw. Webseiten, die sowas anbieten. Und eine davon hat mich angeschrieben und gesagt, hier Tobi, wie schaut's aus? Willst du nicht mal unseren Service hier ein bisschen testen? Genau das ist passiert. Gibt noch einen kleinen Disclaimer vorneweg, bevor wir dann einsteigen. Normalerweise, wenn ich ein Review mache, gibt es dafür kein Geld. Es gibt mitunter das Gratisprodukt oder ähnliches, aber es fließt normalerweise kein Geld. Damit ihr euch sicher sein könnt, ja, das ist definitiv objektiv. Bin ich beeinflusst? Natürlich ist man immer zu einem gewissen Grad beeinflusst, weil man hat ja trotzdem das Produkt bekommen und als YouTuber ist man ja auch immer so ein bisschen daran interessiert, die Zusammenarbeit fortzusetzen, weil beispielsweise, wenn ich jetzt eine Objektivfirma extrem vor den Kopf stoße, bringt das ja jetzt nichts, weil dann wird die nicht mehr mit mir zusammenarbeiten. Auf der anderen Seite bringt es mir auch nichts, wenn ich euch als meine Zuschauer anlüge, weil dann guckt ihr meine Videos nicht mehr. Wenn ihr dann feststellt, okay, das, was der in dem Video erzählt, ist eigentlich komplette Rotze. Deswegen versuche ich immer so einen gesunden Mittelweg zu finden, dass man alles ehrlich erzählt, ohne irgendwie jemanden wirklich vor den Kopf zu stoßen, egal ob es die Firma ist oder ihr entsprechend als Zuschauer. Jetzt in dem Fall war es ein bisschen anders. Audio hat mir für dieses Video auch zusätzlich noch Geld bezahlt. Jetzt wird der eine oder andere sagen, gut, okay, dann steige ich an dieser Stelle aus dem Video aus. Wäre nachvollziehbar, aber ich würde sagen, ihr bleibt trotzdem dran, weil ich werde mich für dieses Video an den Fakten zunächst langhangeln. Dass wir einfach mal schauen, rein objektiv, was bietet diese Firma, was kann man hier kriegen, was kostet es, wie ist die Bedienung und alles, das ist ja relativ objektiv. Dann vergleichen wir das Ganze mal noch mit zwei anderen Services, die es gibt, mit Artlist und Epidemic Sound. Und können da auch mal so ein bisschen objektiv einfach rein nach den Zahlen schauen, wie sich hier dann Audio entsprechend einordnet. Hinten raus gibt es ja natürlich trotzdem noch was Subjektives, was, ich kann es euch nur sagen, entsprechend auch objektiv ist und nicht beeinflusst durch das Geld, was hier geflossen ist, noch mit. Deswegen gerne dranbleiben, auch wenn Geld geflossen ist, ich muss es sagen, ich werde mich an den Fakten langhangeln und die ändern sich ja nicht, nur weil ich hier entsprechend Geld gekriegt habe für dieses Video. Es geht, wie gesagt, um audio.com, Audio mit 2i. Könnt ihr euch relativ einfach mal anschauen, könnt ihr euch mal umschauen auf der Webseite. Wir gucken danach auch nochmal zusammen rein. Es handelt sich, wie gesagt, um eine Webseite, über die ihr lizenzfreie Musik für euer Video erwerben könnt. Sei es jetzt, wie gesagt, für YouTube, sei es für irgendwelche kommerziellen Produkte oder Videos oder ähnliches. Dafür könnt ihr euch die Musik runterladen. Wenn ihr sie runterladet, gibt es entsprechend noch eine Lizenzbestätigung dazu, sprich, dass ihr irgendwo noch schwarz auf weiß stehen habt, dass ihr die Lizenz für diesen Musiktitel habt. Falls doch mal irgendwo bei YouTube oder ähnlichem was aufkommen sollte, wo sie sagen, naja, das klingt uns aber doch ein bisschen nach was anderem, könnt ihr sagen, hier schwarz auf weiß ist entsprechend lizenzfrei, beziehungsweise ich habe die Lizenz, um dieses Produkt zu nutzen. So, gegründet wurde das Ganze von Clay Jones und einigen Freunden. Er sagt mir persönlich nichts. Die waren wohl mal bei der Universal Music Group mit angegliedert und gegründet wurde das Ganze im Jahr 2018. Ist also noch gar nicht so alt, aber das ist bei all diesen Services so, weil sich das erst in den letzten Jahren so ein bisschen entwickelt hat alles. Sprich, ganz normale Zeit. Sitzen tun sie in Nashville in Tennessee, das ist die USA, für diejenigen, denen das nichts sagt. Und wie gesagt, genutzt werden kann es für alles, wo man irgendwie Musik braucht. Die Musik ist mittlerweile in 80 und mehr Ländern zertifiziert. Das heißt, es werden immer mehr und mehr Länder, in denen die Musik auch wirklich nutzbar ist. Es gibt halt entsprechend keine Liste, wo man entsprechend nachschauen kann, in welchen Ländern die Musik lizenziert ist. Aber bei 80 plus Ländern, da seid ihr im normalen westlichen Raum, denke ich mal, hier sehr, sehr gut aufgestellt. Ihr könnt zwischen verschiedenen Lizenzen wählen. Es gibt Lifetime Music, da zahlt ihr einmal $299. Könnt ihr
die gesamte Musik nutzen für alles außer TV-Produktion und Theaterproduktion und sowas. Also richtig diese wirklich sehr, sehr hochwertigen Sachen. Aber für YouTube, für kommerzielle Projekte und ähnliches könnt ihr das alles nutzen. Dann gibt es Lifetime-Soundeffekte. Die kosten $199 und da ist alles für YouTube möglich. Sprich, ihr könnt die Soundeffekte nur für YouTube nutzen. Beides einmalig bezahlen, ihr könnt ein Leben lang darauf zugreifen, ihr könnt ein Leben lang Sachen runterladen und ihr behaltet die Lizenzen. Dann gibt es noch Audio Pro, das kostet $199, aber jährlich. Sprich, ist ein bisschen teurer. Bisschen viel teurer, je nachdem wie viele Jahre ihr das dann effektiv nutzt. Im ersten Jahr kostet es euch aber nur $59, sprich ordentlicher Rabatt. Ich glaube, lasst mich lügen, 60%, 70%, irgend sowas. Mein Mathe war mal besser. Und da sind die gesamte Musik, alle Soundeffekte mit dabei und ihr könnt es für alles nutzen. Egal für welches der drei Pakete ihr euch entscheidet, ihr habt unbegrenzte Downloads und ihr behaltet immer die Lizenz, auch wenn ihr nicht mehr bei Audio entsprechend Kunde seid. Theoretisch wäre es also möglich, ihr sagt, okay, ich zahle die $59 im ersten Jahr, lad mir dann alles runter, was sie drin haben zu dem Zeitpunkt und kannst ein Leben lang nutzen. Wäre möglich. Ist viel Aufwand. Ob sich das dann lohnt in der Form, sei dahingestellt, weil ich sage jetzt mal, $199 pro Jahr ist halt auch nicht so viel, aber theoretisch wäre genau das möglich. Vom Umfang her, aktuell gibt es ca. 5000 Songs bzw. über 5000 Songs und jede Woche kommen 50 bis 100 dazu. Bei den Soundeffekten habe ich keine Zahl gefunden, aber es sollen täglich mehr werden. Problem an den beiden Sachen ist, es ist halt nicht von außen überprüfbar. Das sind die Zahlen, die Audio angibt. Die werden sicherlich schon stimmen, aber wie die Zahlen jetzt genau aussehen, lässt sich halt von außen objektiv leider nicht begutachten. Nach ihren eigenen Angaben haben sie über 40.000 Nutzer. Ja, ist jetzt noch nicht allzu viel. Und wenn wir mal noch zur Bewertung gehen wollen, beziehungsweise zur Beurteilung gehen wollen, gibt es ja die Seite Trustpilot, falls euch das was sagt. Und das ist ja immer sowas, wo man sagt, okay, da gehen jetzt verschiedenste Leute hin. Da gibt es aktuell 169 Bewertungen zum Zeitpunkt, wo ich das Video drehe. Und die durchschnittliche Bewertung sind 4,9 Sterne. 94% haben hervorragend gesagt, 5% zumindest noch gut und nur unter 1% mangelhaft. Bei dem unter 1% mangelhaft war leider keine Beurteilung dabei, die irgendwie was mit Text hatte, dass man jetzt sagen kann, okay, ich kann euch jetzt hier irgendwas sagen, was andere Kunden schlecht gefunden haben, aber halt entsprechend 94% hervorragend und 5% gut. Da war einiges an Text dabei, das brauche ich jetzt hier an dieser Stelle aber nicht runterbeten. Damit sind wir mit den ganzen harten Fakten durch, die es entsprechend dazu gibt. Und ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze jetzt einfach mal in der Praxis an, im Rechner. Und da gehen wir jetzt hier entsprechend mal rein. So, jetzt sind wir hier mal auf der Webseite. Und wie gesagt, aktuell gibt es 70% Rabatt auf das erste Jahr, wenn man hier entsprechend das gesamte Paket nutzt mit dem Code NEW22. Den Code wollen wir jetzt hier nicht, deswegen gehen wir jetzt mal hier raus und schauen mal hier rein, wie wir entsprechend weitermachen können. Als erstes loggen wir uns mal ein. So, dann gucken wir einfach mal. Wir können jetzt hier uns die Musik angucken, die Soundeffekte angucken. Wir könnten uns Playlists anlegen, wenn wir das möchten. Können uns hier noch was zum Preis und Kontakt und ähnliches ansagen. Aber wir wollen ja jetzt mal hier gucken bei der Musik beispielsweise. Und da kommen wir hier in diese Bibliothek herein. Als erstes haben wir hier alle Titel, die es gibt. Theoretisch müssen wir uns jetzt nicht weiter rausgucken, denn wir können das Ganze hier entsprechend ein bisschen, ja, bisschen eingrenzen, die Suche. Dass man sagt, okay, ich möchte nach der Stimmung, nach dem Genre, nach dem Instrument, Videothema und sowas kann ich sagen, wie möchte ich das Ganze haben. Beispielsweise auch, wie ist das Ganze aufgebaut, der Musiktitel. Also soll das gleichmäßig sein, soll sich das ein bisschen aufbauen, soll das ein bisschen Spannung reinbringen und sowas könnten wir hier theoretisch auch alles mit auswählen. Wir können sagen, wir möchten jetzt hier eine Dokumentation haben oder wir möchten was mit Landschaften machen oder sowas und dann wird halt direkt geguckt, was hier entsprechend passen könnte. Wir können aber nicht nur sagen, dass wir dieses haben möchten, wir können genauso sagen, dass wir genau das nicht haben möchten. Beispielsweise, ich möchte jetzt was für Landschaften haben, aber ich möchte nichts für Games haben. Dann wären diese Musiktitel entsprechend ausgeschlossen. Dann könnte man jetzt beispielsweise noch sagen, wir möchten eine akustische Gitarre haben und ansonsten aber halt entsprechend hier nichts. Und dann seht ihr schon, wie sich hier rechts immer mal so ein bisschen das Ganze verändert, weil es sich halt ein bisschen eingrenzt, das Ganze. Und jetzt sagen wir mal, wir möchten Akustik, Ambiente, Christmas braucht man nicht.
Und siehe da, es grenzt sich immer weiter ein. Bei der Mut möchte man eher was, ja, was Chilliges und was Episches, vielleicht in der Richtung. Und dann sehen wir schon, jetzt haben wir es zu weit eingegrenzt. Nehmen wir das hier wieder raus. Dann haben wir hier eine Handvoll Lieder, die wir entsprechend uns anschauen können. Das ist der Punkt. Wenn man es dann sehr, sehr weit eingrenzt, kriegt man halt nur noch 15, 20 Lieder vorgeschlagen. Und das ist das, wo ihr dann vielleicht bei Epidemic Sound oder sowas mehr hättet. Aber nichtsdestotrotz wird man hier trotzdem fündig. Und man kann ja dann entsprechend auch mal hier was einstellen, was dann ähnliches ist. Oder wo man sagt, okay, ich habe es jetzt vielleicht ein bisschen zu sehr eingegrenzt und findet dann hier definitiv trotzdem was. Auch die Dauer können wir uns noch aussuchen. Wir können sagen, was mit Instrumental einfach nur und so weiter und so fort. Jetzt sagen wir einfach mal, okay, wir möchten jetzt hier beispielsweise diesen Song haben. Dann gehen wir jetzt hier auf Download, createn mal eine Lizenz und downloaden das Ganze. Wenn man das dann Ganze dann gedownloadet hat, hat man ganz normal einen WAV-File, sage ich jetzt mal, und wir können dann hier in unserem Account unsere Lizenzen uns anschauen. Gehen wir mal drauf, können wir uns runterladen, beziehungsweise können wir uns den Song nochmal runterladen oder die Lizenz. Und dann kriegt man hier so ein sehr, sehr einfaches Dokument, ein PDF-Dokument, wo drin steht, wer ist der Urheber, wie heißt der Song, wie ist die Nummer der Lizenz und dass man sich entsprechend, was man damit alles machen kann. In meinem Fall jetzt beispielsweise für alles, auch für TV, für Streaming-Netzwerke, große Theater und alles Mögliche. Im Zweifelsfall kann man auch nochmal das Licensing-Team von Audio kontaktieren, wenn man irgendwelche Fragen hat. Geht also hier alles. Genau. Und das wäre der Werdegang. Das gleiche geht dann auch noch für entsprechend die Soundeffekte. Genau das gleiche. Gehen wir mal hier drauf, wenn es denn lädt. Und dann können wir hier entsprechend auch durchsuchen. Dann können wir jetzt nach irgendwas, Door Close beispielsweise. Und dann werden wir hier sicherlich einiges finden. Dauert kurz. Und dann haben wir hier verschiedene Türen, die zugehen und alles. Also man findet hier auf jeden Fall etwas. Genau das Gleiche. Wir können uns Favoriten anlegen, wir können es uns runterladen, wir können die Lizenz machen und sowas. Also hier ist definitiv sehr, sehr viel möglich. Und die Musik, die hier die ganze Zeit unter dem Video läuft, ist natürlich auch entsprechend von audio.com. So einfach geht das Ganze. Kommen wir mal noch zu einem kleinen Vergleich. Ich habe mir mal zwei der größten und bekanntesten herausgesucht. Das ist Artlist. Zumindest bei mir im YouTube sehe ich das regelmäßig als Werbung davor. Und Epidemic Sound dürfte auch den meisten entsprechend was sagen. Bei Artlist, ich muss hier mal ein bisschen ablesen, weil da sind so viele Fakten, das kann ich mir nicht alles auf einmal merken. Bei Artlist sind die Kosten 9,99 € pro Monat für einen Kanal Social Media und auch nur für Social Media. Das heißt, ihr könnt die Musik und alles nicht irgendwie für kommerzielle Produkte nutzen oder ähnliches. Wenn ihr das machen möchtet, dann sind es 16,60 € pro Monat. Dann könnt ihr es für alles, Social Media, kommerziell und so weiter nutzen. Größere Pakete gibt es natürlich auch, die aber nur auf Anfrage. Zum Umfang gibt es leider keine Zahlen, die ich gefunden habe. Wenn ihr euch da irgendwas mal findet oder euch irgendwas bekannt ist, könnt ihr das gerne mal unten in die Kommentare als Ergänzung schreiben. Bei Epidemic Sound kostet $10 pro Monat für die Hausnutzung, $25 pro Monat, wenn man ein Freelancer ist, das Ganze für kommerzielle Produkte nutzen möchte und ähnliches und alles andere wieder per individuellem Angebot. Umfang 35.000 Lieder und ca. 90.000 Soundeffekte. Sprich, hier also wesentlich, wesentlich höherer Umfang. Insgesamt ist Audio aber genauso teuer wie Artlist und deutlich günstiger als Epidemic Sound. Wobei Epidemic Sound hat natürlich ein bisschen mehr Umfang. Nichtsdestotrotz ja, ist es in einem Level, sage ich mal. Epidemic Sound mehr Kosten, dafür auch mehr Leistungen. Artlist kann ich zur Leistung nicht sagen, kostet in etwa das Gleiche und zu Audio habt ihr es jetzt hier entsprechend gehört. Kommen wir zum Abschluss noch zu meiner Meinung. Wie gesagt, es ist trotzdem objektiv. Ich lasse mich jetzt ja nicht beeinflussen oder irgendwas, aber es ist objektiv. Die harten Fakten dazu habt ihr entsprechend schon gehört. Ich finde,
die Optionen sind super. Also einfach so Funktionen und sowas sind sehr, sehr gut. Natürlich muss ich auch hier dazu sagen, ich habe mit Epidemic Sound und Artlist jetzt noch nicht gearbeitet. Das heißt, ich kenne den direkten Vergleich nicht, aber der Grundaufbau der Webseiten wird sicherlich sehr, sehr ähnlich sein. Man kann das Ganze schön reduzieren, die Suche. Der Umfang bzw. die Anzahl der Titel, die könnte noch ein bisschen ausbaufähig sein, aber genau das machen sie ja auch gerade. Deswegen finde ich, ist es ein toller Einstieg und gerade für die $59 im ersten Jahr kriegt ihr nicht wirklich was Günstigeres. Wenn ihr danach feststellt, okay, die $60 war jetzt rausgeschmissenes Geld, weil ich habe es nicht so viel genutzt oder keine Ahnung, dann könnt ihr danach wieder einen Cut machen. Natürlich könntet ihr auch bei Artlist oder Epidemic Sound mit einem monatlichen Zahlmodell auch einfach sagen, okay, wir zahlen das jetzt hier ein bisschen anders. Man muss aber dazu sagen, auch wenn die Kosten pro Monat angegeben sind, wird das trotzdem jährlich bezahlt. Sprich, wenn ihr wirklich pro Monat bezahlen wollt, wird das Ganze ein bisschen teurer. Genauso müsst ihr das aber auf der Webseite nachlesen können. Bei Audio ist es halt direkt für ein Jahr vorgesehen. Da gibt es sowas nicht. Ich finde es, wie gesagt, für Einsteiger sehr, sehr gut geeignet. Relativ niedriger Preis, viel Leistung. Und wenn er nach einem Jahr sagt, es ist nichts, dann lasst er das Ganze entsprechend. Beziehungsweise könntet ihr dann auch immer noch umsteigen, wenn er sagt, okay, ich habe jetzt alle Soundeffekte, aber die Musik würde ich gerne weiter nutzen. Dann holt er euch halt entsprechend hier für $299 als Einmalzahlung den lebenslangen Beitritt. Und jetzt habt ihr die Fakten und meine Meinung gehört. Was ist denn eure Meinung dazu? Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare, können wir uns gerne mal drüber austauschen. Mich würde auch mal interessieren, was ist eure Meinung dazu, wenn bei so einem Video Geld fließt? Ich habe, wie gesagt, da immer so ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich finde, dass da zumindest von außen gesehen die Objektivität ein bisschen flöten geht, beziehungsweise das Vertrauen in die Meinung der Person, die das Ganze sagt, ein bisschen flöten geht. Wenn man das Ganze transparent gestaltet, sich entsprechend hier an Fakten hält, ist es dann trotzdem was man machen kann oder sagt ihr, nee, für die Zukunft bitte nicht mehr sowas, sondern Reviews wirklich rein unbezahlt. Bei Objektiven wird sich das nicht ändern, braucht man nicht drüber reden, Objektive werden nach wie vor weiterhin unbezahlt bleiben. Aber wenn mal wieder sowas kommt, was ist eure Meinung dazu? Schreibt auch das gerne mal unten in die Kommentare, würde mich mal definitiv interessieren. Ich wäre mit dem Video dann erstmal am Ende. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, über ein Abo würde ich mich auch riesig freuen. Und wir sehen uns dann spätestens am Montag wieder mit dem kleinen Short. Bis dahin, ciao.